Tipps im Partyfieber. Tänzer Marco, It-Girl Worker, Elvira und Rocksänger Martin. 4 Promis, eine Mission. Jeder von ihnen will die beste Fete schmeißen und damit den Titel Party-Löwe des Monats ergattern. Mit 500 Euro Budget versucht jeder, die harte Konkurrenz zu toppen. Mit von der Partie ist diesmal Party-Experte Michael Ammer. Live vor Ort will er sich bis morgen entscheiden, wer der Sieger wird. Gestern war Elvira mit ihrer Hippie-Party dran. Mit Strandfeeling und Limbo-Spielchen hat sie 12 Löwen abgeräumt. Obwohl die Fete tagsüber stattfand, war die Stimmung perfekt. Und die 70er-Party ist bereits jetzt der geheime Favorit. Als letzter darf nun Marco seine Qualitäten als Partymacher beweisen. Um mit seiner Poolparty den Vogel abzuschießen, ist er extra früh aufgestanden. Ich dachte mir, ich gucke mir jetzt erstmal die Location an, weil ich muss ja auf Nummer sicher gehen, dass ich auch alles organisationstechnisch. Aber verlassen tue ich mich hier in Italien auf gar keinen. Ja, für das heutige Motto habe ich mir gedacht, ich fange erstmal so ein bisschen chillig an und langsam sage ich dem DJ, dass er es aufbauen soll. Und dann werden wir von einer chilligen, sexy Bikini-Poolparty zu einer hoffentlich exzessiven, lang durchzechten Nachtparty machen. So, ich habe mir jetzt den Mietwagen geholt und der ist auch schön groß. Da kriege ich auch die ganzen Früchte und das ganze Krimskram für den Pool rein. Nur ich bin jetzt auch echt irgendwie im Zeitdruck und ich muss jetzt auch los. Noch 2 Stunden. Marcos Bikini-Party startet schon am frühen Abend und er braucht noch jede Menge Utensilien für sein Partyspiel. Doch als internationaler Choreograf und Tänzer ist er ständig unterwegs und müsste schaffen, zum Ziel zu kommen. Ich bin fündig geworden. Im Supermarkt habe ich erstmal super cool. Ich habe Bälle gefunden, ich habe Wasserbomben gefunden. Und super cool sind auch diese Bälle, die ich aus so einem Automaten gezogen habe. Die wir kriegen sie erstmal als Geschenk, wa? Jetzt noch schnell Luftmatratzen besorgen. Doch hier fangen die Probleme an. Jetzt hat die Frau mir an der Kasse hat mir erzählt, dass es irgendwo am Hafen ist. Aber ich habe mich total verfahren. Auch wenn immer jemand auf der Straße wäre, wa? Ey, ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich bin. Boah, ich glaube, da vorne ist ein Laden. Nach 20 Minuten Hetzjagd, da ist der Laden. Ich habe nur noch eine Stunde. Ich möchte das und das und das. Kann ich das auch haben? Du musst reich sein. Willst du mich heiraten? Nein, ich bin schon verheiratet. Are you married? Yes. Ramona! Ramona! Ja, super, ich habe alles bekommen, wa? Ich glaube, ich habe einen kleinen Rallye-Wagen für die Elvira bekommen. Da muss die Gute dann mal, ich weiß nicht, wie sie da reinkommt, aber das kriegen wir schon hin, wa? Ciao! Nachdem Marco die arme Verkäuferin völlig irre gemacht hat, fährt er mit seinen Partyutensilien zurück ins Hotel. Er muss jetzt noch den gesamten Pool dekorieren und dafür sorgen, dass die Musikanlage pünktlich kommt. Noch 50 Minuten, bis die Gäste kommen. Doch da kommt zum Glück Unterstützung. Marco, was machst du denn hier? Alter, ey. Messer? Wieso? Wie Messer? Rumkommen? Schneiden? Ruhig sein. Wir haben einen nichts essen. Ich habe eine Stunde Zeit. Magst du mir helfen? Okay, ja, mach ich schnell. Die Stunde hat zwar nur noch 35 Minuten, aber zu zweit geht's auf jeden Fall schneller. Mach bitte mal. Du machst das schon. Was? Bei dem Stress überkommt sogar Rocker Martin Mitleid. Bei einer Indoor-Location, so nenne ich es mal, ist natürlich alles da. Da sind die Sitzplätze da, da ist der Barkeeper da, da ist der DJ da, ist alles. Und er muss natürlich alles organisieren, in dem Sinne hat er auf jeden Fall schwerer gehabt. Ich musste 200 Euro für den DJ zahlen, der nicht da ist. Ist ja nett. Und es ist schon 20 Minuten nach 5. Ich habe 200 Euro für Getränke bezahlt. Und ich habe 100 Euro für Krimskrams. Für die ganzen Dekorationen, für den Pool. Ich bin zufrieden. 5 Minuten vor Partybeginn. Der DJ kommt und sein Wagen hat gestreikt. Das kann in Italien passieren. Doch die Promis sollen nicht warten und so wird Gas gegeben. Partytime, vor allem da Walkers Outfits werden von Tag zu Tag winziger. Hey, habt ihr was mitgebracht? Ja, ich auch. Die da Walker muss jedes Mal toppen, wa? Aber schau dich mal an, wie geil ist denn das denn? Ich hab mich umgezogen. Ich hab mich umgezogen. Wahnsinn. Hey Marco, das geht nie wieder ab. Bist du wahnsinnig? Blau oder rot? Blau mit der Rose ist süß. Ich finde die Begrüßung von Marco sehr, sehr nett, obwohl die Cocktails einfach zu süß waren.
war mir nicht so zu pumpig. Gleich nach dem ersten Drink dann der unfreiwillige Sprung in den Pool und Marco erklärt das erste Partyspiel, Pool Race. Ihr dürft sie nur mit dem Kopf anschieben, ihr müsst sie anschwimmen. Was müssen wir? Auf die andere Seite. Wir sollten uns anschwimmen, glaube ich. Ne? Ja, ihr? Naja, komm rüber. Und jetzt schwimmst du auf die andere Seite und schiebst sie mit dem Kopf an. Wie denn so? Ja, genau. Aber so sieht's aus. Und das ist für die Mädels genauso schwer, wie es aussieht. Doch Marco und die übrigen trockenen Gäste haben ihren Spaß. Davorka gegen Elvira. Wer kann das Rennen für sich entscheiden? Elvira kommt als Erste an. Doch Davorka ist überzeugt. Sie war schneller. Genau, wir haben gewonnen. Haben die nicht? Draußen sind die Gäste inzwischen in Fahrt gekommen. Alle amüsieren sich. Nur einer hat sich versteckt. Der Martin ist kein großer Wasserfreund. Wahrscheinlich alle Rocker. Nein, nein, das hat nichts mit Waschen zu tun. Der Schmuserocker bleibt lieber im Hintergrund. Doch Tänzer Marco hat Wort gehalten. Es wird eine lange, ausgelassene Poolnight. Während auch der Gastgeber lieber trocken bleibt, lassen Elvira und Davorka keines der Partyspiele aus. Zur Freude von Partykönig Michael Ammer. Dabei ist Marcos Geheimrezept für gute Stimmung so einfach. Ich glaube, dass eine Party schon ihre Eigendynamik sich entwickelt. Aber ich glaube, der größte Faktor, den du brauchst für eine gute Party, ist Alkohol. Es macht den Leuten einfach, dass die lockern sich einfach auf. Die Partynacht hätte sicher so schnell kein Ende genommen. Zu ausgelassen die Stimmung der deutsch-italienischen Partymeute. Doch am Ende ist die Bikini-Party dann doch noch buchstäblich ins Wasser gefallen. Blondie! So. Prost! Auf die verregnete Party! Zu Marcos Party sage ich nur, es war chillig, entspannt, am Pool ist immer schön. Klar, das Wetter hat nicht so mitgespielt und deswegen kriegt er auch von mir einen Punktabzug. 4 Partylöwen. Marco da Silva zum Schluss, war eine gute Poolparty, ist natürlich nicht so mein Ding, aber wir sind ja hier objektiv, war alles da und die Leute waren gut drauf, deshalb gebe ich ihm natürlich 4 goldene Löwen, oder? Marcos Party war wirklich schön, hat super toll getanzt, aber es war eigentlich mehr so eine Planschereiparty als eine richtige Promi-Party, deswegen so ein bisschen am Thema vorbei und so diese VIP-Area war auch nicht so, also auf dem Boden sitzen war nicht so bequem, deswegen bekommt er von mir 3 Party-Löwen. Insgesamt macht das 11 Löwen für Marco. Nach 4 Partytagen ist dies der vorläufige Zwischenstand. Doch das letzte Wort hat wie immer Partyexperte Michael Ammer. Morgen will er sein Urteil fällen. Dann kommen wir jetzt mal zu den Einzelkritiken. Davorka, Martin, Elvira oder Marco. Wer nimmt den Sieg mit nach Hause? Wir haben 2 super dritte Plätze. Doch es kann nur einen Gewinner geben.